Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischen Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu. Bist du bereit für eine geile Zeit? Die Anrainer! Benni hat ein neues Spielzeug. Möchtest du ganz kurz was dazu erzählen? Das Unstück der Woche. Ich war auf Amazon unterwegs und habe dann Playmobil Summer Fun entdeckt. Hier ist eine kleine Frau mit Putzobjekten, einer Waschmaschine. Ist das Summer Fun? Ist das für die Marie Meinberg auch Summer Fun? Ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Aber ich finde das ganz interessant, weil das hat ja mit Summer Fun nicht so viel zu tun, oder? Ach, du bist ja ein Brain. Das Playmobil Summer Fun Paket. Modellfrau einfach. Modellfrau. Was quatschst du für Scheiße? Dann habe ich mir noch eine Aktion ausgedacht. Und zwar bin ich heute Morgen mit dem Benni Bahn gefahren. Und da hat Benni folgenden Satz gesagt. Ich glaube, ich hole mir meine Bauchtasche. Ey, du willst mich nicht selbst beklatschen. War ich am Sex auch immer. Schickt Benni eine Bauchtasche. Die Adresse ist jetzt eingeblendet. Benni versorgt euch jede Woche mit so flotten Gags. Und er ist wirklich lustiger geworden. Und deswegen hat der Benni, glaube ich, eine Bauchtasche verdient. Dennis, kannst du dich noch an das Instagram-Gewinnspiel erinnern? Mit den ganzen Pullis und T-Shirts und sowas, die wir verlost haben. Wir haben schon Antwort bekommen. Alle Pullis sind angekommen. Wenn ihr auch gewinnen wollt, dann verfolgt uns bei Instagram. Möchtest du mit den News anfangen? Ich will einfach anfangen. Mach das mal. Katja hat sie. Katja! Katja, Katja, Katja! Du sagst immer nur Katja! Katja hat sie, Hans Entertainment hat sie und die Gamescom-Besucher hatten sie. Brüste. Was haben Brüste mit ApoReds Videos gemeinsam? Keine Ahnung. Gucken verboten. Denn wer Frauen auf die Brüste guckt, ist ein sexistisches Arschloch. Und wer ApoReds Videos guckt, ist nur ein Arschloch. Okay, zurück zum Thema. Jetzt haben sich ganz viele YouTuberinnen zusammengeschlossen und die tragen kein BH mehr. Das ist ja bei Tubon gang und gäbe. Katie Cake, Luna und Co. verzichten auf ihren BH, weil es schmerzt. Und Warum? Männer tragen auch kein BH. Warum sollen Frauen BH tragen? Ist ja völlig Banane, oder was? Hast du gerade gesehen? Marie Meinberg hat das Video gerade geliked. Geil. Ich meine, warum sollte man auch ein BH tragen? Warum denn? Das kann doch frei schwingen. Nippelblitzer, who cares? Das ist behindert. Bei den meisten sitzt eh der Nippel am Bauchnabel. Warum sollte man sich auch die Beine rasieren? Ich meine, warum Beine rasieren überhaupt heutzutage? Warum? Die Beine rasieren! Oh, die Beine! Warum soll ich die Beine rasieren? Warum soll ich die Beine rasieren? Was soll ich jetzt machen? Hast du gesehen? Marie Meinberg hat das Video gerade zu ihren Favoriten hinzugefügt. Geil. Diese ganze Sache hat natürlich auch einen richtig positiven Nebeneffekt. Klicks, 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 ganz viele Klicks und Haare an den Innenschenkeln. Ich habe mich auch zu etwas entschieden und zwar, ich trage seit ein paar Tagen gar keine Unterhose mehr. Ich habe mir gedacht, warum soll ich das machen? Ich habe ja keinen Riesenpenis, der mir Rückenschmerzen verursachen kann. Kann jeder gerne zugucken. Guck mal hier, du Miguel, kannst du gerne mal zugucken hier. Gerne. Oh Gott! Ist ja wie ein Bierkönig! Warum sollte ich eine Unterhose tragen? Ich verstehe den Grund gar nicht. Das Schmerz ist zu weh. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu, dass ganz viele YouTuberinnen jetzt irgendwie kein BH mehr tragen und dann da Videos drüber machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Einige von euch, das habe ich geahnt. Einige von euch, dann mach es einfach, dann boykottiert die Sendung. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Und zwar gab es einen Bundeswehrstand. Da stand noch ein richtiger Panzer. Das Besondere, die Bundeswehr hat sich als Verstärkung coole YouTube-Stars ins Kampf-U-Boot geholt. Und unter anderem mit dabei. Great TV, Chris Tess. Und, oh Gott, Joyce Ilk! Kein Wunder, passen Hippie-Look und Kriegsausbildung so gut zusammen wie Video-Days und gute Organisation. Wir wissen aus sicherer Quelle, nach dieser erfolgreichen Aktion wird die Bundeswehr musikalisch nachfeuern. Benni, man reiche mir mein Outfit. Wir präsentieren Joyce Ilk, der Nummer 1-Hit aus den Kasernen. Let's chill all day on Schützengraben. Let's chill all day on Schützengraben. Because peace and love just sucks. YouTube-Vlogger Flo Vlogt hat versucht, Kontakt mit den YouTubern aufzunehmen, die da mitgemacht haben in dieser Aktion. Und was ist dann passiert? Das bisherige Ergebnis war ein Anwaltsschreiben von zwei Mitwirkenden. Flo Vlogt wollte einfach nur Kontakt aufnehmen und fragen nach der Aktion. Der hat ja noch nichts getan, der hat ja nichts behauptet, einfach nur gesagt, können wir mit Joyce Ilk etc. pp. Sprechen? Das ist irgendwie so, als wenn das YouTuber stören würde, dass man das so breit kriegt. Wir fragen euch jetzt, wie findet ihr das, dass die Bundeswehr auf den Videodays, beziehungsweise auf der Gamescom natürlich, auf der Gamescom vertreten war? Sagt ihr das eher sowas für eine Karrieremesse? Wie findet ihr, dass YouTuber Werbung für die Bundeswehr machen? Ape Crime bald bei Jack and Jones. Stopp!
Wer sich jetzt gedacht hat, die drei machen eine Ausbildung, auf keinen Fall. Deren Leben ist doch Bang. Wenn ich ein banges Leben habe, dann mache ich auch keine Ausbildung bei Jack and Jones. Stimmt. Dann lebe ich mein banges Leben, weil das Leben ist Bang. Ja, die drei produzieren für Jack and Jones ein T-Shirt. Cengiz, André und Jan designen jeder ein Motiv und die Community darf entscheiden, welches gewinnt. Ich bin gespannt, wer da gewinnt. Ich habe natürlich auch eine Idee, beziehungsweise wir beide waren ja auch kreativ. Klar. Vielleicht können wir ja auch das Ape Crime T-Shirt designen. Wer schon kein Geld haben, da einzukaufen, würde ich gerne was dafür die designen. Drei Ideen für ein Ape Crime T-Shirt. Die erste Idee ist eigentlich so eine Ballermann Edition. Leck meine Eier, ich bin Jan Meyer. Mein zweiter Vorschlag ist, wer ist Waititi? Who's the fuck Waititi, man? Who's the fuck Waititi, man? Der dritte Vorschlag von mir ist Pong, ich war dabei. Das sind so die drei, ihr habt sie ja natürlich jetzt gerade gesehen. In der Infobox könnt ihr sie auch natürlich wieder herunterladen. Vielleicht haut ihr einfach die T-Shirts mal auf die Seite von Jack and Jones. Vielleicht gibt es da einen kleinen viralen Hit von unserer Seite. Ich dürfe mir dann auch mal ran. Sagt mal in den Kommentaren, welches Motiv euch denn am besten gefallen hat. Eins, zwei oder drei. Was sagt ihr zu Ape Crime und Jack and Jones? Kauft ihr euch das T-Shirt? Wie findet ihr die Vorschläge? Und würdet ihr vielleicht lieber unser T-Shirt kaufen? Nun kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Dem Ende. Okay, genau. KuchenTV versus KRS-Freak. In den letzten Tagen wurde viel darüber diskutiert, wer denn nun im Recht ist. Zum Beispiel sind Sätze gefallen wie KuchenTVs Aktion war lustig gemeint, KS hat auf allen Ebenen unsouverän reagiert und zugegeben. Seine Reaktion hat KRS-Freak kurzerhand zum zweitunbeliebtesten Österreicher aller Zeiten gemacht. Ihr habt verstanden! Meine lieben Freunde da draußen, wir stellen uns ebenfalls auf keine Seite. Denn bei dieser Aktion gibt es genau vier Verlierer. Verlierer 1 sind die Videodays. Wieso dürfen Leute auf die Bühne mitten beim Auftritt? Stell mal vor, die hätten sich ein Buttermesser mitgebracht, hätten versucht, den KS abzustechen. Ja, aber das geht ja nicht. Das ist der erste Verlierer. Videodays, Security, wo waren die? Keine Ahnung. Der zweite Verlierer ist KS-Freak. Wer mit Schlägen droht, ist sowieso ein Lappen. Oder Alberto. Und wer Hurensohn... Danke. Und wer Hurensohn auf der Bühne sagt und so unsouverän reagiert und auch nachher im Social-Media-Bereich immer noch das Thema so blöd anfasst, der hat sich meiner Meinung nach von alleine disqualifiziert. Verlierer 3 ist natürlich KuchenTV. Für mich wäre eine Trollaktion gewesen, einfach auf die Bühne zu gehen, mitzutanzen. Aber dieses Rumgerenne da drauf und dieses Kabel rausreißen im Hintergrund, ihr könnt ja anderer Meinung sein, aber es ist absolut nicht unser Humor, es ist absolut unlustig. Und wir sagen, dass irgendwas unlustig ist. Und Verlierer 4 ist für mich ganz klar die Community in diesem Fall. Egal welche Army, niemand hat mal gesagt, zu seinem Star, hey, das war nicht so knaller. Klar, die KuchenTV-Leute feiern natürlich KuchenTV wie sowas und feiern die als Messias. Was ja auch klar ist. Provoziert, das ist klar. Die werden nicht zu ihm sagen, es war blöde, weil dafür hat man ihn ja abonniert. Aber auch bei der KS-Freak-Army hat auch keiner mal gesagt, Mensch, das war auch Banane. Und es geht am Ende auch gar nicht darum, wer mehr oder bösere Straftaten begangen hat. KuchenTV und du, KS-Freak, ihr seid beide auf eure ganz unterschiedliche Art und Weise Lappen. Im Endeffekt habt ihr beide keinen Stil. Der eine hat Angst vor einem Karriereknick, weil es bei ihm gerade klickmäßig läuft. Aber der andere, KuchenTV, er badet sich einfach nur im Applaus seiner Trollgemeinde. Unterm Strich, wir sagen ganz klar, ihr seid beide absolute Lappen. Ihr seid beide herzlich eingeladen, könnt eure Meinung ja kundtun. Wir dachten schon, wir bräuchten Hilfe. Doppelpeace, ihr seid alles absolute Ihr könnt uns übrigens auch bei Twitter folgen. Heute haben wir Männlein und Weiblein. Das sagt ziemlich die Mani auch immer, wenn ihr in den Spiegel guckt. Und wir haben wunderbare Zuschriften bekommen bei Instagram. Da müsst ihr uns verfolgen. Da kriege ich immer wunderbare Bilder. VanillaT01 haben wir hier dieses Bild bekommen. Also super fettig. Sehr fettig. Also Applaus. Ja, super. Das ist Tuddle. Ob das ein After-Sex-Selfie ist, I don't know. Sehr fettig. Vielen Dank an denjenigen, der uns viel nackte Haut auf jeden Fall. Viel nackte Haut. Wenn ihr Fettbilder habt, schickt uns die bei Instagram, verfolgt uns dort und Welt der Star unserer Sendung. Euer Feedback in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und was können die Leute am kommenden Donnerstag bei uns sehen? Am kommenden Donnerstag. Wir haben Superstars bei uns im Studio. Beziehungsweise gibt es ein Video von zwei Superstars auf unserem Kanal. Benny and Danny, die Musical.ly-Stars, Musical.ly-Zwillinge. Link zu dem Musical.ly von Benny and Danny findet ihr schon in der Infobox. Könnt ihr da schon mal folgen. Und wir freuen uns auf Donnerstag. Auf Worldwide Wiedersehen. Abonniert Beyond Ballerer. Gut, oder?